Ja, Ritzenhüttl, herzlich willkommen hier bei der Gamescom. Und wir machen natürlich mit tollem Programm weiter, denn jetzt kommt sie hier, die große Beanscom Challenge. Und ich freue mich sehr, dass hier so viele da sind. Es wird gleich richtig, richtig gut. Es ist die erste Folge, möchte ich an der Stelle sagen. Und vier glückliche Kandidaten bzw. Kandidatinnen haben hier die Chance, ein tolles Handy zu gewinnen, nämlich ein OnePlus 10 Pro 5G. Ich habe mir sagen lassen, es gibt weltweit nur dieses eine. Nein, Quatsch. Aber es ist unfassbar wertvoll. Also ich versuche das nur deshalb anzupreisen, damit ihr euch richtig ärgert, wenn ihr es nicht bekommt. Denn nur einer oder eine hat die Chance, das hier zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr müsst an der Beanscom Challenge hier teilnehmen. Vielen Dank an Qualcomm. Das sind übrigens die Leute, die den Snapdragon Chip in diese Handys reinbauen, der die so schnell macht. Also vielen Dank an Qualcomm, dass ihr uns das hier möglich gemacht habt, dass wir hier diese schöne Beanscom Challenge spielen können. Was müsst ihr machen? Nun, es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur der oder die Beste sein in den Spielen, die wir gleich spielen. Das erste Spiel, wir spielen zwei Halbfinale, also es gibt vier Leute, die antreten. Also das sind, lass mich kurz überlegen, zwei Halbfinale. Wer gewinnt? Zwei im Sinn, drei. Ah ja, dann kommt der Gewinner und die kommen ins Finale und spielen um das Handy. Ja, habe ich doch richtig gesagt. Also zwei Halbfinale und die kommen dann ins Finale. So, und im ersten Halbfinale spielen wir Brawl Stars. Jetzt muss ich dazu sagen, kennt irgendjemand außer mir Brawl Stars? Ernsthaft? Ja, so ein bisschen? Zockt ihr alle nicht am Handy oder was? Nein. Ich bin fucking ohne Scheiß, ich bin so gut in Brawl Stars. Ihr habt so Glück, dass ich nur kommentiere und nicht mitspiele. Ich bin richtig gut. Ich bin wirklich wahrscheinlich einer der Besten der Welt. Also ich weiß es nicht. Die Rangliste funktioniert da manchmal nicht so richtig. Irgendwie zeigt ihr das nicht an, aber gefühlt. Also bei Brawl Stars geht es darum, sich gegenseitig abzuschießen. Ihr werdet gleich, das Spiel ist relativ simpel zu verstehen. Wahrscheinlich magst du es deshalb, Eddie. Vielleicht. Aber ihr werdet es gleich relativ gut verstehen. Wir haben 10 Minuten. Das Spiel ist eigentlich davon nicht direkt dafür ausgelegt, dass man es so spielt, wie wir es hier spielen. Wir spielen es aber so, um 10 Minuten Fun-O-Fun zu haben. Ihr habt 10 Minuten Zeit, so viele One-on-Ones zu gewinnen wie möglich. Das bedeutet aber, wenn ihr ein One-on-One gespielt habt und seid fertig, zum Beispiel nach 30 Sekunden, dann geht ihr auf Spiel verlassen und Spiel neu starten, dass ihr direkt das nächste One-on-One startet. Ich appelliere dann natürlich auch an den Führenden dann natürlich, in dem Fall, dass der nicht sagt, oh, wo ist denn hier, wie kommt man hier aus dem Menü raus und dann 10 Minuten braucht, um das Spiel durchzuspielen, noch erneut zu spielen. So, unsere ersten Kandidaten sind Dustin und Chris. Jo. Servus, ihr habt beide keine Erfahrung mit dem Spiel? Null. Okay, das ist wenigstens dann gerecht. Und dann würde ich sagen, quatschen wir gar nicht lang um den heißen Brei, sondern fangen direkt an und kommen zur Runde 1. Also 10 Minuten Zeit, so viel wie möglich Siege in 1 gegen 1 Partien zu machen. Ich hoffe, ihr versteht es. Es ist relativ selbsterklärend. Ihr steuert einen Charakter, müsst euch abschießen. Ihr könnt euch automatisch heilen, wenn ihr aus Schusswechseln rausgeht. Ihr könnt euch verstecken in Gebüschen. Dort heilt ihr ein bisschen schneller Energie. Ihr werdet es rausfinden im Laufe der nächsten 10 Minuten. Es ist recht simpel. Seid ihr bereit? Yes. Alles klar. Ja, ja. Dann countdowne ich euch runter. Ist das ein Verb? Ist egal. 10. Nein. 5. Okay, wir machen 3. Ich hätte einfach bei 10 anfangen können. Es wäre schneller gegangen als diese Erklärung jetzt. 10. Fangen wir mal von vorne an. Ich bin sehr schlecht im Countdown. Merkt ihr schon, ne? Bisschen. Wo waren wir bei 10? 9. Okay. Jetzt 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's! Okay, wer ist denn jetzt wo? Achso, das. Ja, an den Farben erkenne ich es. Also, Dustin ist oben, Chris ist unten in Rot. Und man muss sich natürlich erstmal mit der Steuerung vertraut machen. Wenn ihr mit dem linken Daumen könnt ihr quasi, seht ihr schon, ihr spielt ihr an. Was spielt ihr? Am Handy spielt ihr. Okay. Also, mit dem linken Daumen steuert ihr und mit dem rechten ballert ihr. Ja, man kann sich aufleveln. Es ist so ein bisschen, wie soll man das sagen? Es ist so ein bisschen MOBA-Light, würde ich fast sagen. Also ruhig alles da kaputt machen, die Kisten. Denn ihr steigt in den Leveln auf und werdet dann natürlich entsprechend stärker. Und wenn ihr dann auf jemanden trefft, der schon 5 Level
aufgestiegen ist, dann wird es schwer. Außerdem, wenn ihr genug Schaden macht, dann lädt sich auch ein Balken auf und ihr habt einen Superschuss, je nach Charakter, mit dem ihr spielt. Aber ihr habt, glaube ich, eh beide gerade die gleiche. Bislang kam es hier noch nicht zur Konfrontation. Ah, da unten, jetzt sieht man, ich weiß nicht, doch, jetzt sieht man es. Hier kommt zum ersten Schusswechsel und man muss aufpassen, man hat nicht endlos Schuss und wer hat hier gewonnen? Wer hat gewonnen? Ah, okay, Chris hat die erste Runde gewonnen. Und jetzt geht ihr unten auf Verlassen? Nee, ich. Also, Moment, Dustin hat gewonnen? Ja. Okay, Dustin hat gewonnen. Und wieder ich bin bereit, genau. Okay, genau. Wenn man hier diese Kisten da abschießt, kriegt man auch Power-Ups. So, das Einsammeln. Dann hat man mehr Energie und macht mehr Schaden. Das ist enorm wichtig. Gleichzeitig, wenn ihr euch mal in Gebüsch stellt und nicht bewegt und nicht schießt, seid ihr unsichtbar für den Gegner. Das heißt, ihr könnt aus dem Hinterhalt angreifen. Oder einfach direkt drauf. Und wichtig ist, der obere Balken ist eure Munitionsanzeige. Wenn ihr das gut timet, dann schafft ihr es, den Gegner so anzugreifen. Das war top. Oh. Wer hat gewonnen? Ah, ich. Schon wieder? Nee, jetzt ich. Wer sagt denn da dauernd ich? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin hier im Mel Brooks-Film, habe ich das. Ich, er, sie, ich. Wer denn? Also steht auf 1-1, oder? 1-1, okay. Ja. Ihr müsst einfach mal ein bisschen mehr jubeln, damit ich erkenne, wer hier überhaupt führt. So. Also, was ich sagen wollte, ist, die Munition ist begrenzt. Wenn man die ganze Zeit tappt und ballert, dann ist sie irgendwann weg und dann kann der andere natürlich schießen. Wenn man das ein bisschen timet, wenn man den Schüssen ein bisschen ausweicht, dann weiß man, aha, jetzt muss er nachladen. Das dauert ein paar Sekunden und dann kann man angreifen. Es ist taktischer, als man denkt, will ich damit sagen. Okay, wir haben noch knapp 6 Minuten 50. Es ist ein sehr ausgeglichenes Match, sehr langsam. Also, ihr geht sehr langsam voran, was gut ist. Ist keine Kritik. Wir sehen jetzt hier unten Dustin auf der Suche nach Level-Ups. Und diese Pfeile, diese kleinen Pfeile nach oben, das heißt, ihr werdet geheilt. Genau, immer diese Kisten kaputt machen. Und diese Rauchwolken, na, diese Giftwolken, die sind quasi, die grenzen das Spielfeld ein. Und mit im weiteren Verlauf wird dieses Spielfeld natürlich immer kleiner. Ja? Battle Royale quasi. Und achtet auch mal drauf, ihr müsstet auch einen Superschuss haben. Damit kann man in der Regel sehr viel Schaden machen. Und immer aus dem Hinterhalt angreifen. Ja, Chris macht das gut hier, versteckt sich immer im Gebüsch. Und hier kommt's zum Fuck. Schlagabtauf. Abtausch. Ja. Yeah. So, Dustin, ne? Verdammt. Nee, Chris. Wer von euch beiden ist Chris? Ich. Wer ist das denn? Nochmal Chris? Nochmal das denn? Nochmal das denn? Okay, alles klar. Wollt mich doch verarschen hier. So, gut. Okay. Okay. 2-1, die Führung für Dustin oder Chris. Man weiß es nicht genau. Das echt. Okay, 5 Minuten, also Halbzeit fast. Führung auf jeden Fall knapp. Es kann hier durchaus noch sehr, sehr eng und spannend werden. Ja, man merkt schon hier die Lernkurve. Es wird taktischer gespielt jetzt. Der Trick ist quasi rauszufinden, wann der Gegner keine Munition mehr hat, um dann in die Offensive zu gehen und zu finishen. Ja, hier sehr gut gemacht. Jetzt muss man dranbleiben. Jetzt muss man dranbleiben. Sich merken, wo der Gegner ist und vollstrecken. Aber aufpassen. Ja, na, das war natürlich jetzt. Das war da. Da hat er gelauert. Jetzt kommt er von hinten. Weiß aber nicht genau, wo. Wo ist Chris? Wo ist das denn? Und Chris hat gewonnen? Nein, nee, das denn.
Herzlichen Glückwunsch, Dustin. So, danke schön. Den Testen. Okay, 2-2. Jo. Okay. Dustin mit der ersten Kiste. Sieht man auch jetzt an der Energie oben. 6.000, ich kann es gar nicht erkennen, 6.100 gegen 5.700. Jetzt auch 6.100 hier. Also man sollte sich bestenfalls schnell hochleveln, bevor man in den Schlagabtausch geht. Ist übrigens wirklich ein gutes Spiel. Ich weiß, es sieht jetzt vielleicht hier so ein bisschen unspektakulär aus, aber wenn man es selber spielt, es gibt dann 3 gegen 3 Modus. Ich liebe dieses Spiel. Es gibt natürlich dann auch noch andere Charaktere mit anderen Waffen und anderen Skills und so weiter. Also kann man gut spielen, weil es so simpel ist. Und Dustin hat gewonnen. Ja. Aber auch ich habe ein bisschen gewonnen. Stark, Dustin. Dankeschön. Okay. Was ist da los? Ah, okay, da hat's kurz gehakt. Dustin schon wieder ein Level up. Jetzt auch das Level up bei Chris. Geht in... ich möchte ja nicht spoilern, aber... Geht zur nächsten Kiste, sagen wir es mal so. Nächster Level up für Dustin. Und da kommt es schon hier wieder zum Schlagabtausch. Da sieht man die Damage-Zahlen. Geht hoch, beide wenig Energie. Ja, jawohl. Und ja. Wieder Dustin. 5-2. 4-2. 4-2? 4-2. Okay. 4-2. 2 Minuten noch. Jetzt würde ich mal sagen, Chris, das könnte schon eine Vorentscheidung sein, diese Runde. Ich will keinen Druck ausüben auf dich, aber wenn du das nicht gewinnst, wird deine Familie sehr enttäuscht sein. Und das Publikum. Ich, Thomas Gottschalk, lass dich nicht ablenken. Konzentrier dich. Und Chris schon wieder? Nee, Dustin. Dustin. Das ging aber schnell. Okay, wenn wir in dem Tempo weitermachen, hast du doch noch eine Chance, Chris. Okay, schnell weiter. Ich bin bereit, ich bin bereit. Jetzt steht's 5-2. Yep. Jetzt steht's 5-2. Also 3 Rundensieger. Es wird sehr schwer in einer Runde. Du musst jetzt voll in die Offensive gehen. Es tut mir leid. Mein Tipp ist, lass ihn gar nicht hochleveln. Geh direkt in die Offensive. Du kannst es dir jetzt eigentlich nicht erlauben, groß hochzuleveln. Du musst jetzt schnelle Rundensiege machen. Aber wenn Dustin das jetzt schlau macht, versteckt er sich einfach und weicht einfach dem Kampf aus und bringt das Ding nach Hause. Gibt eigentlich keinen Grund, sich hier jetzt mit dieser Führung noch in einen Kampf einzulassen. Und da überrascht er ihn direkt. Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, aber Chris, da kannst du auch nicht mehr viel machen. Nee. Du musstest in die Offensive gehen, das hat er gut ausgenutzt. Hat er gut gemacht. 30 Sekunden noch eine Runde, aber ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich behaupte mal, Dustin holt das Ding nach Hause. So, noch 10 Sekunden. So, 5, 4, 3, 4 und 0, das war's. Stopp, Finger weg von den Handys. 6-2 gewinnt der Dustin gegen den Chris. Stark gespielt, hinterhältig, gemein, so wie ich es mag. So muss es sein. So muss es sein. Trotzdem Applaus für beide hier an der Stelle. Danke. Wir haben auch, glaube ich, einen Turnierbaum, den wir uns mal anschauen können. Da sehen wir, es ist ein sehr spektakulär, sehr komplexer Turnierbaum. Und da sehen wir, Dustin ist schon der erste Finalist und er trifft auf den Gewinner von Jan, Peter und Stefan, die wir jetzt gleich hier auf der Grüne begrüßen dürfen. Lieber Chris, es tut mir leid, du hast alles gegeben. Bitte verlass die Bühne. Okay. Du musst auch kurz runter, Dustin, und Platz machen. Alles Aber ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Hier ist nochmal euer Applaus.
So. Jetzt wird ein anderes Spiel übrigens gespielt. Leo's Fortune. Kennt das jemand? Schon mal gehört? Leo's Fortune. Noch nie? Niemand? Ich auch nicht. Aber ist ganz gut, weil dann können wir uns jetzt alle drauf freuen. Es sieht nämlich sehr, sehr nett aus. Es ist ein ganz anderes Spiel. Es ist quasi ein Side-Scroller, bei dem es jetzt darum geht, in der Zeit am weitesten zu kommen. Und wie das gleich aussieht und wie das funktioniert, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Auch hier spielen wir wieder 10 Minuten. Nach 10 Minuten dürft ihr nicht mehr weiterspielen. Und ihr solltet zum Beispiel auch die Zeit nutzen und die Zwischensequenzen überspringen. Also ihr habt beide gleich viel Zeit. Wer am Ende weiter ist, der kommt ins Finale. Jetzt wird übrigens auch mit Controllern gespielt. Eben war ja noch am Handy selbst. Hört ihr mich? Ja. Okay, dann frage ich jetzt mal. Wer von euch ist Stefan? Wer ist Jan-Peter? Ich bin. Und wer ist Stefan? Das bin ich. Und Jan-Peter? Ich bin der Jan-Peter. Sicher? Ja. Warum hast du zwei Namen? Einer reicht nicht oder was? Das muss man meine Eltern fragen. Unser Sohn braucht zwei Namen. Gibt's so, haben die dich manchmal, wenn du nett warst, haben sie gesagt, ach Jan, das hast du toll gemacht. Und wenn du dich blöd verhalten hast, haben sie gesagt, Peter! Ja, genau. Okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Habt ihr gehört, was ich gerade erklärt habe? Wisst ihr, wie das Spiel funktioniert? Also, wie der Modus funktioniert? Also, es ist ein Side-Scroller. Die Steuerung ist simpel, werdet ihr relativ schnell schaffen. Und dann geht es darum, wer am weitesten kommt. Sollten irgendwelche Zwischensequenzen oder so kommen, brecht die ab. Ja? Und dann habt ihr 10 Minuten Zeit. Ich gebe immer mal eine Zwischenmeldung durch, wie weit ihr seid, wie der Zwischenstand ist. Und ansonsten, es ist relativ selbsterklärend. Ihr spielt ja mit dem Analogstick, damit bewegt ihr dieses komische Vieh. Das heißt wahrscheinlich Leo. Nehme ich jetzt mal, weil das Spiel heißt Leo's Fortune. Und mit A könnt ihr den so ein bisschen aufplustern. Dadurch springt er und gleitet er. Und mit X könnt ihr das Gewicht verlagern. Es ist super simpel, ihr werdet es gleich merken. Und ich glaube, mit der B-Taste, nee, mit der A-Taste könnt ihr die Zwischensequenzen überspringen. Okay, es geht um ein OnePlus 10 Pro. Nur nochmal, damit ihr wisst, warum ihr hier seid. Ja. Okay? Okay. Alles klar. So, seid ihr bereit? Ja. Okay, dann legen wir los. Ich mache einen Countdown. Von Mittwoch, Dienstag, Montag. Bis wann? Das ist ein dummer Countdown. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag? Eine ganze Woche? Heute ist Donnerstag. Okay. Aber rückwärts ist nicht so leicht. Mittwoch, Dienstag, Montag, Sonntag, Samstag, Freitag, Donnerstag! Okay, los geht's. Oh, ihr habt den falschen... Ich höre gerade aus der Regie, ihr habt den falschen Level gestartet. Ihr müsst da nochmal raus. Wie geht... Könnt ihr da nochmal das Menü öffnen und dann nochmal raus? Weißt du, wie man das öffnet? Gerade nicht. Menü aber öffnen geht mit kurz. B. Okay. Habt ihr B gedrückt? Da kommt der Martin. Okay, erstes Level bitte. Erstes Level. Ein Applaus für Martin, der das hier wie immer super macht. Coole Tattoos. Martin. Stark. Ich mach noch nichts. Ist das Kingdom Hearts? Solche Muskeln und dann Kingdom Hearts. Man muss ja auch nicht alles verstehen. So, was? Geht's? Ja. Okay. Dann machen wir nochmal einen Countdown von 100 auf 90 aber nur. Das war eine dumme Idee, jetzt muss ich mich konzentrieren. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, los geht's! Das ist das richtige Level, genau so sieht's aus. Ach, ist das nicht schön? Die Gemütslage von diesem Fluffy, die kommt mir sehr bekannt vor. Okay, also wir sehen jetzt oben den Stefan und unten in Rot den Jan-Peter. Und da sieht man schon, ups, es ist nämlich gar nicht so einfach am Anfang mit der Physik klarzukommen. Stefan hier noch Probleme, überhaupt über den ersten Hügel zu kommen. Ja, sehr gut, jetzt hat's geklappt.
Und Jan-Peter ist, glaube ich, da unten schon ein bisschen weiter. Man muss hier tatsächlich auch so kleinere Rätsel lösen. Am Anfang ist das natürlich noch sehr simpel, aber wir haben ja eben in dem Ausschnitt von dem anderen Level gesehen. Es wird dann sehr schnell komplex. Wirklich ein super Spiel. Kann ich nur empfehlen. Leo's Fortune. Macht sehr viel Spaß. Sieht gut aus. Und momentan ein leichter Vorsprung für Jan-Peter. Aber er hängt gerade so ein bisschen. Wie funktioniert das? Wie komme ich da hoch? Ja, da hat er jetzt den Dreh gefunden. An der gleichen Stelle sehen wir jetzt den Stefan. Hat es ein bisschen schneller geschafft. Deshalb ist es jetzt sehr ausgeglichen. Man muss bei diesem Spiel tatsächlich auch die ganze Zeit mit der Physik spielen. Und jetzt hat Stefan die Führung übernommen, denn Jan-Peter ist in den Abgrund gefallen. Ja, die Physik ist hier tatsächlich immer auch ein Teil der Rätsel. Und man sieht's. Und da unten hängt Jan-Peter noch. Stefan jetzt deutlich die Führung ausgebaut. Solltet ihr ans Levelende kommen, sage ich an der Stelle schon mal, spielt weiter. Der interne Rekord hier in der Redaktion ist Level 4 in 10 Minuten. Jetzt ist es schon wieder sehr ausgeglichen. Aber das ist natürlich auch gemein, wenn da so ein Rätsel ist und der eine löst es schneller, dann bringt einem das schon sehr viel weiter. Es gibt hier schon Leute, die sehr lange an den jeweiligen Rätseln gehangen haben. Aber es ist sehr ausgeglichen. An der gleichen Stelle, beide an der gleichen Stelle gestorben. Ja, da musst du, genau, das Ding erstmal, muss dich dick machen, auffluffen, um den Schalter zu betätigen. So. Stefan ist schon ein bisschen weiter. Aber es ist sehr knapp. Beide gestorben hier bei der Sprungsequenz. Aber da hat es auch kurz einen Freeze gegeben. Ich weiß nicht, ob das vom Level war oder was. Nicht so einfach, ja. Auch hier muss man natürlich wieder mit der Physik spielen. Wie kommt man am besten jetzt an dieser Kugel vorbei? Oben haben wir es gesehen. Stefan hat es schon geschafft. Auch Jan-Peter ist jetzt durch. Es ist wirklich sehr, sehr eng. Ihr seid sehr dicht beieinander. Also wirklich ziemlich exakt genau an der gleichen Stelle. Jetzt baut Stefan die Führung aus. Nein, er ist gestorben. Ja, ist eigentlich der logische Gedanke, mit da runter zu gehen. Aber der Totenkopf mit dem Pfeil nach unten hätte es eventuell verraten können. Aber ihr seid beide gleich auf. Man kann hier überhaupt noch nicht prognostizieren, wer hier ins Finale eintreten wird, um ein OnePlus 10 Pro 5G zu kämpfen. Einfach weiterspielen. Nächstes Level, Level 2. Du kannst natürlich auch eine Rezension schreiben, aber kostet in der Regel Zeit. Oh, ich habe Level 3, glaube ich, gestartet. Du hast Level 3 gestartet? Glaube ich. Ja. Okay. Ja, ich gehe zurück. Dann geh raus und geh in Level 2. Scheiß. Das jetzt kostet ein bisschen Zeit, aber ist noch nichts verloren. Du kannst jetzt von hier, genau, einfach Level 2 starten. Jan-Peter konnte diese Zeit ein bisschen nutzen, ist jetzt schon ein bisschen weiter, aber nicht uneinholbar. Ihr habt gerade mal 5 Minuten gespielt, das heißt, ihr habt noch 5 Minuten. Hier ist noch alles offen. Aber jetzt läuft's bei Jan-Peter. Es dauert ein bisschen, bis man so ein Gefühl kriegt für das Spiel, für die Physik und so. Aber wenn man es dann einmal gecheckt hat, dann geht's eigentlich. Auch eine knifflige Stelle da, wo jetzt Stefan ist. Kommt da jetzt raus, schafft den Sprung. Und jetzt seid ihr schon wieder gleich auf. Jetzt kommt es drauf an, wie schnell Stefan hier das Rätsel löst. Und das hat er super gemacht, hat dadurch den gesamten Vorsprung von Jan-Peter fast wieder aufgeholt. Ah, Jan-Peter ist doch noch ein bisschen weiter, aber ist jetzt gestorben. Wieder die Chance für Stefan, jetzt hier ranzukommen. Was?
Ja, Peter, was machst du? Ja, jetzt. Sehr gut. Gleich auf, beide. Guckt euch das an. Es ist wirklich... Und auch an der gleichen Stelle gestorben. Allerdings andere Rücksetzpunkte, so wie es aussieht. Nee. Keine Panik, es sind noch 3 Minuten 50, ihr seid gleich auf, ihr sterbt beide an der gleichen Stelle. Wer hat die bessere Lernkurve? Es ist auch wirklich schwer, diese kleinen Dornen da, die man kaum sieht. Ja, das sieht gut aus bei Jan-Peter. Macht er hier sehr, sehr gut. Während Stefan hier noch ein bisschen überlegen muss, nicht zu schnell, sonst landet er wieder in den Stacheln. Und wieder gleich, es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jan-Peter konnte sich nicht absetzen, aber eine sehr knifflige Stelle macht Stefan gut und hat die Führung zum ersten Mal wieder seit, weiß ich gar nicht, langer Zeit, seit dem Beginn. Aber es ist sehr knapp. Jan-Peter sitzt ihm im Nacken. Ich mag einfach diesen Blick von Leo, von diesem fluffigen Vieh, der keinen Bock hat, durch diesen Dungeon zu kämpfen. Ich kann es verstehen ein bisschen. Jan-Peter übernimmt die Führung wieder. Dachte ich, doch dann starb er. Jetzt seid ihr... Ja, ganz langsam macht der Stefan das. Aber da wird er doch noch erwischt. Es ist wirklich exakt gleich gerade. Halleluja, ist das spannend. Jetzt nähern wir uns langsam der 2-Minuten-Marke. Das heißt, jetzt können die Fehler langsam auch wirklich sehr teuer zu stehen kommen. Also jetzt hier, man kann quasi nicht sagen, wer führt. Das ändert sich quasi sekündlich. Aber das sieht gut aus, was Stefan macht. Reicht es, um hier rüber zu kommen? Ja, es reicht. Jetzt hat er hier die Chance. Wenn Jan-Peter jetzt nicht aus dieser Schikane schnell rauskommt, hat Stefan die Chance, hier die Führung weiter auszubauen. Und schafft es Jan-Peter. Jetzt der knifflige letzte Sprung. Den muss er jetzt schaffen, sonst wird es ganz eng. Er schafft ihn. Das war wichtig. Währenddessen hat Stefan hier einen Erfolg freigeschaltet. Aber ich glaube, das hat ihm nicht viel gebracht. Hat ihn nicht groß weitergebracht. Und tatsächlich findet er den Levelausgang nicht. Jan-Peter lag hinten, Gott. Hat aber der schneller den unten. Levelausgang gefunden. Ihr seht es jetzt hier. Es geht noch weiter. 50 Sekunden, Leute. Jan-Peter leicht in Führung, weil er den Levelausgang gefunden hat. Stefan wusste nicht, dass er da rechts aus dem Bild laufen muss. Verdammt. Und jetzt wieder. Das ist übrigens das Level, das ihr aus Versehen eben gestartet habt. Es wird immer schwerer. Ihr seid fast gleich auf. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, wegen den Rücksetzpunkten, wer weiter vorne ist. Aber jetzt sehen wir hier Jan-Peter unten im Bild. Baut die Führung aus. Scheiße. Ist das das gleiche Level? Jan-Peter, in welchem Level bist du? Es ist das gleiche Level. Ich habe 3 ausgewählt. Die Zeit ist um, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, die Zeit ist um. Können wir mal ganz kurz stoppen? Bitte nicht mehr weiterspielen. Und mal gucken, in welchem Level Jan-Peter jetzt ist. Ja, ich glaube, es ist das gleiche. Ist es das gleiche? Weil hier im Publikum gibt es Stimmen, die sagen, es ist Level 4. Und im Chat gibt es auch Leute, die sagen Level 4. Können wir das überprüfen, indem ihr mal in den Level-Bildschirm geht? Kann man das irgendwie nachgucken, wer in welchem Level ist?
Nee. Kann man nicht. Nee. Okay, dann macht mal beide. Also jetzt wäre Jan-Peter weiter. Aber wenn du im falschen Level bist, könnte das tatsächlich sein, dass ich dich disqualifizieren muss. Weil dann hättest du ja nicht das richtige Level gespielt. Wer ist im falschen Level, sagt ihr? Stefan ist im falschen Level. Ja, dann ist ja eh egal. Ja, dann ist egal. Du bist im falschen. Mach mal beide auf Neustart. Ich will jetzt mal sehen, ob ihr beide an der gleichen Stelle startet. Mach mal Neustart. Ich glaube, es ist das gleiche. Nee. Ist das das gleiche? Nein. Das sieht aber fast gleich aus. Okay. Scheiße. Eigentlich sieht das bei dir wie Level 1 aus. Okay, es ist leider die Regel, ihr hättet chronologisch die Level machen müssen, das heißt Level 3. Ja, und der ist bei mir immer auf die 4 gesprungen, deshalb habe ich zweimal das Level 4 aus Versehen gestartet. Das tut mir wirklich leid, ist Stefan. Nicht schlimm. Aber du lagst aber sowieso hinten, also insofern glaube ich, ist es in Ordnung, wenn wir Jan-Peter zum Sieger küren. Herzlichen Glückwunsch, danke. Jan-Peter, und trotzdem vielen Dank auch Stefan. Wir sehen dich jetzt gleich im Finale nochmal wieder und dann geht es um Brawl Stars gegen den Dustin, der da jetzt natürlich einen kleinen vielleicht Wissensvorsprung hat, muss man sagen, weil er in der ersten Runde gespielt hat. Aber hier sehen wir nochmal den Turnierbaum Dustin gegen Jan-Peter. Okay, du kannst einfach sitzen bleiben und Stefan, hier ist dein Applaus. So, dann kann der Dustin eigentlich auch schon direkt reinkommen. An der Stelle nochmal vielen Dank an Qualcomm, unseren Sponsor hier für die Beanscom Challenge. Und ihr könnt nämlich jetzt hier im Finale ein OnePlus 10 Pro gewinnen mit einem Snapdragon Chip von Qualcomm drinne. Das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Handy. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr teuer. Ach ja, jetzt wird ja Rocket League gespielt. Ich habe voll Scheiße erzählt. Jetzt wird gar nicht Brawl Stars gespielt. Du hast Glück gehabt. Da gibt es keinen Vorteil. Jetzt wird nämlich Rocket League Sideswipe. Schwer. Sag mal sechsmal schnell Sideswipe. Sideswipe. Rocket League Sideswipe wird jetzt gespielt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei Rocket League, was man mit Sideswipes spielt. Also quasi eine 2D-Version von Rocket League. Ihr werdet es gleich sehen, es ist relativ einfach. Die Regeln sind identisch zum normalen Rocket League. Ihr steuert Autos und müsst einen Ball ins gegnerische Tor befördern. Also Rocket League Sideswipes. Sideswipes, es klingt komisch. Sideswipes. Habt ihr schon mal gespielt? Also Rocket League, ja. Aber das Mobile-Spiel noch nicht. Kennt ihr, wie gut seid ihr so Rocket League? Also seid ihr... Mittel. Nicht gut. Nicht gut, also, weil ich bin sehr gut in dem Spiel. Aber ich werde euch... Ja. In jedem Spiel übrigens. Okay. Glaube ich dir. Ja. Okay, dann sage ich euch noch mal ganz kurz was zum Modus. Wir spielen hier Best of 5. Also wer zuerst 3 Siege hat, nimmt das Handy mit nach Hause. Okay, also Best of 5. Ein Spiel dauert 2 Minuten und es gewinnt natürlich die Person, die die meisten Tore erzielt. Bei Gleichstand am Ende der Spielzeit startet eine Verlängerung. Die Entscheidung fällt dann durch Golden Goal. Das gibt's noch, Golden Goal. Okay. Also Steuerung, Analogstick, links, rechts fahren. A ist Sprung bzw. Doppelsprung und X ist der berühmte Boost. Ansonsten lädt sich der Boost auf, wenn das Auto nicht in der Luft ist. Es gibt nicht die Dinger, wo ihr drüber fahrt, wie beim normalen Rocket League, sondern wenn ihr nicht in der Luft seid, lädt sich der Boost auf. Okay, alles verstanden? Ja. Okay, dann gibt es jetzt einen Countdown. 10 und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Naja, warum denn nicht? Los geht's! Rocket League Sideswipe. Online-Gegnersuche, ist das richtig? Ja, da ist das Matchmaking. Und wir sehen jetzt
rechts Jan-Peter und links den Dustin. Und los geht's. Ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Starker Schuss. Und das ist nicht das 1-0. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es mal raus hat, genau, mit den Pfeilen könnt ihr quasi dann anzeigen, wohin ihr fliegen wollt. Und dann müsst ihr sozusagen den Boost im richtigen Moment aktivieren. Und ja, der Ball in vollem Umfang übers Tor. Jan-Peter führt 1-0. Ich muss sagen, das ist eigentlich mir die liebere Variante von Rocket League, weil sie leichter ist. Ich fahre bei Rocket League immer so am Ball vorbei. Ich denke immer so, jetzt habe ich ihn. Und es ist super schwer für mich, das immer einzuschätzen, wann man ihn trifft und wann nicht. Ganz anders als im echten Fußball. Ja, jetzt sind wir hier am gegnerischen Tor. Naja, ich bin ja objektiv, also sind eigentlich beide Tore gegnerisch. Aber wir sehen hier, Jan-Peter versucht zu verteidigen, jetzt der Gegenstoß. Schafft er es, den Ball da rein? Ja, da ist er drin, 2-0. Ich habe das Gefühl, Jan-Peter hat sie ein bisschen schneller verstanden, wie die Steuerung ist. Dustin, was ist da los? Let's go! Und jetzt die Möglichkeit, hier auf 3-0 zu erhöhen. Aber er springt über den Ball. Ein Eigentor. Das war, glaube ich, ein Eigentor. 3-0 jetzt schon die Führung. 50 Sekunden noch im ersten Match. Aber jetzt muss sich Dustin hier was einfallen lassen. So kann der Anstoß natürlich auch zum Verhängnis werden. Jetzt geht es hier aber in die falsche Richtung für Jan-Peter. Und der sitzt. Der war gut. Der war auch, der hatte was, weiß ich nicht, das hat mir gefallen. Einen kleinen Salto. 3-1. 40 Sekunden noch. Und das ist natürlich, man kennt's aus Rocket League, man kennt's. Es ist ärgerlich, aber 4-1. Passiert. Beide knallen drauf und das könnte direkt reingehen. So schnell kann das gehen jetzt hier. 4-2. Ein etwas schlecht getimter Anstoß und man kassiert einen Treffer. 4-2, 30 Sekunden noch. Es ist noch nicht entschieden. Man kann hier relativ schnell Tore schießen. Jetzt schießt hier Jan-Peter aber erstmal vorbei und dann trifft er aber doch im Nachschuss. 5-2, noch 30 Sekunden. Was macht das denn jetzt? Muss jetzt hier quasi ein bisschen Glück haben, dass er zwei schnelle Tore schießt, um hier nochmal einen Anschluss zu finden. Aber das sieht nicht gut aus. Muss jetzt hinter den Ball kommen, um den da erstmal rauszukriegen. Gut abgewehrt, Parade. Und Gegenstoß von Dustin. Geht der rein, jetzt geht er hoch, der Ball. Und jetzt musst du ihn natürlich reinköpfen, wollte ich sagen. Aber es sieht nicht gut aus in dieser Erstpartie für Dustin. Nein, denn die Zeit ist um. Und Jan-Peter gewinnt hier das erste Best-of-Five-Match mit, was war es, 5-2, ne? Ja. 5-2. Herzlichen Glückwunsch, Jan-Peter. Wieso will ich immer Jan? Jens-Peter. Ich will immer Jens-Peter. Jan-Peter. Ja, es gibt einen Eintrachtspieler, Jens-Peter Hauge. Ja, deshalb, ja. Es ist so alles auf Eintracht gewired. So, einfach nächstes Spiel, direkt zweite Partie. Wie gesagt, wir spielen Best of Five. Das heißt, wer zuerst drei gewinnt, der kommt hier an den Preis. Also, einfach weitermachen. Dustin im blauen Auto und Jan-Peter im orangen. Oh, das war mal eine interessante Taktik. Von das, ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war, aber er hat den Anstoß sozusagen Jan-Peter überlassen und kam dadurch zu einer guten Torgelegenheit. Jetzt der Ball hier in der Hälfte von Jan-Peter und es ist halt nicht so leicht, dann wieder hinter den Ball zu kommen, aber jetzt schon dreimal den Pfosten für Dustin. Jetzt aber Achtung, Eigentorgefahr und jetzt da den Ball raus. Jetzt hat er es langsam raus, habe ich das Gefühl, Dustin kann hier den Ball schon wesentlich besser kontrollieren. Das war wichtig, dass Jan-Peter hier den Ball nochmal einen Stoß gegeben hat, aber Dustin geht jetzt in Führung. Gut gemacht, 1-0. Da merkt man die Lernkurve. Ich würde Dustin hier noch nicht abschreiben. Interessant, jetzt hier wieder nicht direkt auf den Ball vorzustürmen, aber jetzt aufpassen. Ja, schön abgeblockt, jetzt die Chance hier allein aufs Tor zuzugehen. Ball hoch, katapultiert und reingeschossen. Stark, ist das der gleiche Dustin? Ja. Wenn mir sowas online passieren würde, würde ich sofort schimpfen. Oder?
im ersten Spiel nichts auf die Kette kriegen, im zweiten einfach super gut. Okay, aber es ist 2-1. Da wird man skeptisch. Oh ja, das könnte auch direkt reingehen. Alter, was geht ab mit das denn? Was ist denn da los? Tja, ich hab's gelernt. 3-1 jetzt hier. Eine Minute noch zu spielen, ist natürlich noch nichts entschieden. Aber jetzt hier die Möglichkeit für den Anschlusstreffer. Aber Jan-Peter segelt über den Ball und jetzt bringt er ihn zurück. Jetzt muss er da mal rein. Und das sieht gut aus, ja. Drei zu zwei Anschlusstreffer. Und die Möglichkeit für das in die Führung auszubauen. Oh, das wäre fast ein Eigentor gewesen. Ich frage mich, ob man auch da oben auf dem in der Decke fahren kann. Das sieht so aus. Aber ich wüsste nicht, wie man so weit nach oben kommt. Und 4-2. Dustin macht es sehr gut. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, wie die Steuerung übrigens geht, der Booster, den lädt man nur auf, wenn man am Boden bleibt. Man kann also nicht die ganze Zeit wie irre da durch die Luft springen, sondern man muss auch immer wieder den Booster aufladen. 5-2. Sind es die Nerven bei Jan-Peter? 30 Sekunden, da war die Einblendung. Na, aber Eigentor. 5-3. Das ist tatsächlich noch machbar. Wir haben es ja gesehen, ein Anstoß, da kann innerhalb von 3 Sekunden ein Tor fallen. Also man kann sich hier bis zum Schluss nicht ausruhen. Aber jetzt ein bisschen Pech hier für Jan-Peter. Der Ball prallt sehr gut für Dustin, aber der stand ein bisschen zu weit am Tor. Nicht richtig hinter den Ball gekommen, konnte den Ball nicht richtig reindrücken. Jetzt aber hier wieder die Chance, wenn er den reinmacht, ist das die Vorentscheidung. Denn hier sind es nur noch 8 Sekunden und eine 3-Tore-Führung wird dann, glaube ich, doch ein bisschen schwer. Die 8 Sekunden gucken wir uns aber noch an. Da kommt er mal, da sieht man mal. 2 Sekunden bis zum Tor, 4-6. Also 2 schnelle Anstoßtore. Das wäre natürlich jetzt was. Volle Kanne da rein. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, dem Jan-Peter. Aber es hat nicht gereicht. Und hier ist auch dann direkt der Gegentreffer. 7-4. Das ist die finale Entscheidung. Da lege ich mich fest. Und zum Schluss nochmal so einen schönen Hochball. Ja. 1-1. Dustin sieht zufrieden aus. Dustin, wie erklärst du diesen Leistungsschub? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr auffällig. Zeig mal kurz deine Hände. Aha, was ist das da für ein Band da? Welches? Ah. Okay. Na gut, dann Runde 3 bitte. Ich kenne sowas bei Counter-Strike. Die verlieren irgendwie die ersten 10 Runden und dann gewinnen sie 15 am Stück. Warum? Versteh's nicht. Okay, seid ihr ready? Los geht's ins dritte Matchup. Ja, es ist ein Mental Game, schreibt hier. Also jetzt nicht ein Bonjour Mental Game, sondern ein mentales Spiel. Aber es fallen viele Tore. Man darf sich auch von einer 3-4-Tore-Führung nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn es geht sehr schnell. 1-0 jetzt hier die Führung für Jan-Peter. Und dann sieht man, da kann man halt einfach nichts machen. Das ist auch einfach ein bisschen Pech. 1-1. Ist es Pech? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es Pech ist. Wahrscheinlich ist es nicht Pech. Wahrscheinlich kann man irgendwie das schon verhindern, wenn man weiß, warum das passiert. Falsche Richtung, Jan-Peter. War das ein Eigentor? Nein. Nee. Das war ein Tor für mich. Das war ein gutes Tor, ja. 2-2. Dustin gleicht aus. Ich mag diese Jubelsprünge dann am Ende. So ein bisschen den Gegner noch verspotten. Why not? Why not? Und jetzt geht's hier. Oh, das war knapp von Jan-Peter. Nein, vorbeigesehen, aber geht er doch rein. 3-2. Junge, ist das hier ausgeglichen. Aber richtig ausgeglichen. Knapp. Und direkt Gegentreffer. Ja.
3:3. Ich weiß immer nicht, was ist besser? Volle Kanne am Anfang gegen den Ball oder den Gegner vielleicht auf einen Abpraller spekulieren? 4:3 die Führung jetzt hier wieder für Dustin. Ja, man sieht es an diesen Pfeilen. Muss den Pfeil nur ein paar Millimeter verstellen und dann den Booster zünden und der Ball fliegt komplett anders. Jetzt die Chance hier aufs 4:4. Aber an die Latte! Jetzt die Möglichkeit hier für Dustin daraus Kapital zu schlagen. Nein, ist nicht hoch genug gekommen. Das ist mal eine Bogenlampe. Geht er rein? Gut abgewehrt jetzt hier von Jan-Peter. Muss aber aufpassen. Genau, du kannst dich auch da hinten reinstellen ins Tor. Wie bei Rocket League auch. Aber hat er Dustin hier zu viel Druck gemacht? Aber ist vielleicht auch eine gute Taktik. Sich ins Tor stellen. Stark abgewehrt. Und jetzt direkt Gegenstoß. Ja. Die Taktik hat mir gefallen, Dustin den Ball hochwirbeln zu lassen und dann abzustauben. Aber, ja, hat nicht geklappt. Dustin baut aus. Jetzt brauchst du schnelle Tore, Jan-Peter. Ja, das sieht ganz gut aus. Unter dem Ball durch und ins Tor. Das muss der Treffer sein. Das wird der Treffer. Stark gemacht. 6:4, 13 Sekunden. Es ist, ich sag mal so, es ist schwer, aber machbar. Aber jetzt natürlich erstmal der Ball wieder in der eigenen Hälfte. Er muss jetzt hier schnell irgendwas machen. Schafft er da noch 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3? Ja. Knapp, aber... Wow, okay, wow. Okay, das zählt noch Nachspielzeit offensichtlich. 6:5. Knappe Kiste, aber Dustin holt sich hier den zweiten Sieg. Das heißt, im Gesamtstanding steht es jetzt 2:1. Matchball sozusagen jetzt hier für Dustin. Und dann wollen wir auch hier gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern direkt weitermachen. Alles cool bei euch, Jungs? Geht's? Ja, alles super, ja. Kein Druck. Entspannt. Sehr entspannt, ja. Aber würde man sich schon jetzt ärgern, wenn man jetzt dann noch das Handy nicht gewinnt? Ich habe ja noch eins. Ja, stimmt. Ich auch. Uff. Okay. Jetzt haben wir hier einen, glaube ich, so lange stand es noch nie 0-0, einen umkämpften ersten Ball. Jetzt geht es hier aber in Richtung von Jan-Peter, der bringt ihn aber wieder in die gegnerische Hälfte, in die Hälfte von Dustin, der ist aber auch wieder zur Stelle. Und ja, es ist immer ein enges Spiel zwischen Offensive und Defensive. Und leider kann bei dem Spiel manchmal auch eine ungenaue Offensive dem Gegner in die Karten spielen. Aber hier sehr gut gemacht von Dustin. 1:0, 1:17 trennen Dustin noch vom Hauptgewinn. Was macht Jan-Peter? Er muss jetzt hier diese Partie gewinnen. Ja, und er gleicht aus. 1:1. Oh, das war ja ein starker Schuss aus der eigenen Hälfte. Riesenbogenlampe. 2:1. Führung für Jan-Peter. Er macht es nochmal spannend. Ja, aufpassen. Jetzt die Chance. Aber ja, das war nämlich gut im Tor gewartet. Und das könnte hier schwer, den zu blocken. 3:1. Die weitere, der Führungsausbau sein. Jan-Peter zurück im Game. Huch, was war das? Da hat es kurz gehakt, aber ist nichts passiert. Oh, ein guter Schuss. Jan-Peter musste gerade aufladen. Die kurze Pause konnte das denn nutzen für den Anschlusstreffer. 3:2. Ist das spannend? Ist das eng?
Oh ja, gute Möglichkeit, wenn Peter den besser getroffen hätte, hätte es direkt ein Tor werden können. Jetzt die Chance hier für Dustin für den Ausgleich und er macht ihn. Perfekt getroffen. Volles Risiko, wenn der zu kurz gekommen wäre, wäre er nämlich in die andere Richtung geflogen. Aber perfekt gemacht, 3-3. Oh, das... Nee, der geht oben ran. Und jetzt Dustin mit dem Konter. Schafft er es, da den Ball aufs gegnerische Tor zu bringen? Oder wird Jan-Peter hier erfolgreich sein? Gut geblockt. 3-3. Nur noch 8 Sekunden. Ist das spannend, Leute. Macht Dustin jetzt hier den Treffer? Und den Sack zu, oder sehen wir hier noch ein finales Match? Das letzte Tor, Verlängerung. Es geht weiter, es geht weiter. Nächstes Tor entscheidet über Sieg oder Spiel 5. Das sieht gut aus für den Gesamtsieg. Nein, er prallt oben ran. Aber er ist bereit, um ihn reinzumachen. Und er macht es in der Verlängerung. Unglaublich und gewinnt hier 3-1. Jan-Peter, ich weiß, wie es sich anfühlt. Du musst nichts sagen. Ich fühle es auch ein Stück weit in mir. Ich bin auch stinksauer. Danke dafür, Jan-Peter. Nein, du hast das super gemacht. Super spannend am Ende. Dustin, Respekt. Wirklich. Dankeschön. Nach dem ersten Spiel habe ich gedacht, warum haben wir da nicht jemanden hingesetzt, der das kann? Aber das denkt ihr auch jedes Mal, wenn ich hier sitze. Also insofern... super reingekämpft und dann das Spiel gedreht, 3 Runden in Folge gewonnen, stark gemacht und deshalb gebührt dir hier dieser Applaus. So, hier ist dein Preis. Komm ruhig her, setz dich hier auf den Siegerstuhl. Du hattest gesagt, du hast schon Handy, du willst es gar nicht, ne? Wer will's haben? Verkauft. Macht direkt Deals. Ich verkauf's euch. Hier. Das ist dein Preis. Jan-Peter, vielen Dank. Kriegt Jan-Peter, ich frag mal in der Regie, kriegt er einen Trostpreis? Ja, das klang so, wir finden schon irgendwas. Ein altes Produktionshandy. So ein Nokia 6210 oder so. Wir finden schon irgendwas. Okay. Du nimmst einen Simon mit oder so. Irgendwas werden wir schon machen. Und ja. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Qualcomm, unseren Partner hier für die Beanscom Challenge. Wir machen morgen um 17 Uhr die zweite Folge. Kommt hier an die Bühne, wenn ihr eventuell auch ein Handy gewinnen wollt, dann könnt ihr mit ein bisschen Glück. Wie hast du es geschafft, hier auf die Bühne zu kommen? Ah, man hört dich jetzt gar nicht. Sag's mir. Ich wurde gefragt, ob jemand da nochmal hoch will. Nimm dir mal da vorne so eine Handkeule. Da so eine, genau. Ich kann nicht weg, weil ich bin hier angekabelt wie Neo in der Matrix. So. Also es wurden so Zettel verteilt und dann wurden an 8 Leute halt diese Zettel verteilt und dann sollten wir halt mit Schnick, Schnack, Schnuck ausfechten, wer von den 8 Leuten dann hier mitmacht. Und da hast du gewonnen beim Schnick, Schnack, Schnuck. Ich gewonnen, ja. Sehr stark. Natürlich doch. Ja, also wenn ihr gut im Schnick, Schnack, Schnuck seid, dann kommt ihr morgen ich würde ein bisschen früher als 17 Uhr schon hier an der Bühne sein, habt ihr vielleicht die Chance hier auch ein Handy zu gewinnen. Das war's von der Beanscom Challenge. Dustin, viel Spaß mit deinem neuen Handy. Dankeschön. Super zurückgekämpft. Danke fürs Einschalten. Danke fürs an die Bühne kommen. Jetzt geht's hier weiter mit dem Beanscom Programm. Vielen Dank. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.